Damen und Herren, willkommen zu der gehobenen Gesellschaft heute in Bellevue. Bei uns wird nur die feinste Gesellschaft eingelassen und wir leider nicht. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Okay, ich würde aber ganz gern schon irgendwie hier rein. Können wir irgendwie die vergammelten Pillen dem geben? Hallo. Nein. Zuckerdose. Die Erdnussschale mit den Grippeviren. Und damit gehören wir zur gehobenen Gesellschaft. Oh, ein Vogelhaus. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Hier kann man auch lang. Ja, ist ja da lang. Ein Stabeltier-Trapper. Willkommen im Schnabeltier-Paradies. Nee. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Was? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musik-Datasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachten Nestern? Was meinst du mit unbewachten Nestern? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu. Oh, eine Schnabeltierfibel? Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Okay. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Okay. See you later, Alligator. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oh Gott, wie stumm.
Was ist das hier eigentlich? Nix. Das hat, hier, wenn er mal so schaut hier, das sah so aufwendig aus. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Na gut, dann bestellen wir uns mal was zu essen. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Okay. Großer, allmächtiger McCulu. Moment. Ein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Mokinos, Abrexigur, Lutidones, Abrex, Aradur, Extra Käse. Ja, ja. Eigentlich ganz nett hier. Ja. Schön. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Was haben Sie denn so im Angebot? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer Weiser McCulu! Das Opfer fragt Ravanek-Char! Ravanek-Kam-Char! Rohr, Bodenhaltung! Schön! Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Schön. Romantisch haben Sie es hier. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Was ist denn jetzt? Ich glaube, er hat uns durchschaut. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Nein. Urum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, Schnabbel die Bauz. Also manchmal machst du mir richtig Angst, oh Herr, das findest du nicht. Woran kann das nur liegen? Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Oh nein. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Major Pansusex Hadinomuror Vidaduna La Paridos Nomentur. Knechtet die Staatlichen. Genau. Scheiße. So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Ich brauche einen kleinen Moment, ich lese mal nicht vor. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ortonominem, Hasselvena, Confuginos, Riomon, Fadamon, Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich Ihnen das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Okay, ich habe wieder eingefangen. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Er fragt nach der Abendkarte. Was sage ich Ihnen denn jetzt? Honesto Minem, Holidur, Olos, Verito. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt.
Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Okay, nehmen wir nochmal das hier, aber ich möchte bitte einen großen. Das machen wir zu einem Burger. Das Getränk hätte ich. Ja, okay. Also ich schätze mal, wir müssen so weit kommen, dass der Glückskeks alleine ist. Weil der gratis ist. Können wir jetzt einfach den hier so zu einem großen und zu einem Getränk? Das Ihre Bestellung? Oh. Ja, wieso? Gut, das macht dann 0 Slotti. Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Jetzt haben wir einen Glückskeks. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Können wir denn jetzt mal ein Gleiche werfen? Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gerne dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Okay, ich schätze mal, wenn wir das nochmal machen, wird das Gleiche rauskommen. Okay, dann gehen wir jetzt aber mal in die andere Richtung. Gehen wir mal hier mal hin. Was haben wir hier? Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, was? Du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Der Vater von Rufus? Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja. Er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Was ist denn das für ein Arsch? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ah,
Du bist jetzt erwachsen. Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Ja. Also nicht. Ich bin Buster. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So. Bäh. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du dann hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro. Wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war... dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Che Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Okay. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Nicht weglaufen, ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Alter, was ein Arsch. Okay. Wir müssen auf jeden Fall das Schnabeltier von der Karte kriegen. Und ich glaube, dafür müssen wir erstmal dieses Schnabeltierfiebel kriegen. Hier unten kann man aber auch noch hin. Crane, der Dichter. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Ja, es kommt hin. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem. Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Aber du musst zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Musst du mich mal gerade kurz muten, weil ich gehustet habe? Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Seagull braucht. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Was? Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Du bist echt eine arme Sau. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Wow. Mach's gut. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Bellevue. Baum? Hey, Finger weg von dem Baum. Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Oh oh. Ach komm schon, das war lustig. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, denn die Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt in der nächsten Folge mal das Schnabeltier von Dauter kriegen und auch irgendwie mal... Warte mal. Ich glaube, daran erinnere ich mich jetzt wieder. Ich weiß jetzt wieder, wie wir an die Fibel kommen. Ja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.